Bonjwa wird unterstützt von Twitch, der Twitch-App, Loot Chest und von euch, der Bonjwa Community. Okay, Matteo, Duo Q. Okay. Also in Duo Q gibt's keine Panik, okay, Niklas? Ja. Es gibt keine Panik. Ich muss aber sagen, die Duo Qs, die wir bisher gespielt haben, die fand ich sehr, sehr gut. Ja, auch so von der Zusammenarbeit. Ich finde auch, Wir brauchen ein Format als Duo Q, wir beide. Weil wir beide, wir funktionieren, egal was wir angehen, wir funktionieren irgendwie immer gut. Zum Beispiel bei Hauke und mir ist das Problem, dass wir beide viel zu große Egos haben und immer alles sagen wollen oder allen immer sagen wollen, was sie zu tun haben. Und deswegen kollidiert das immer mit uns beiden. Aber ich glaube, genau deswegen würde ich dann auch gerne mal sehen, wie ihr versucht, ein Duo zu gewinnen. Oh, wir würden uns dann die ganze Zeit nur anflamen. Das ist dann so wie League of Legends, wo wir das eine Mal zusammengespielt haben. Okay. Wir müssen, also Milta auf keinen Fall. Wir könnten versuchen, hier rüber zu kommen. Auf die Military Base. Das schaffen wir auch. Das finde ich einen sehr guten, Vorschlag. Machen wir. Okay, Absprung, jetzt! Okay, warte, ich warte noch ein bisschen. Ich glaube, da kommt schon mal jemand mit, oder? Ja, sollen sie. Ja, ist einer direkt hinter mir, Und hinter dir ist auch einer. Wir rippen sie alle. Ich glaube, der neben mir will zum Military Base. Okay, guck mal, über dir, da haben zwei einen Fallschirm gezündet. Die versuchen dahin zu kommen, wo wir hin wollen. Ich muss auch früher abdrehen. Ich muss auch einen Fallschirm jetzt aufmachen. Ja, ich auch. Weil ich schaff's sonst nicht mal mehr ins Festland. Ja, wir sollten bei den Dörfern davor anfangen. Ja, oder ich komme noch nicht mal so weit. Ich überlege gerade. Abdrehen. Okay, abdrehen. Ja, das ist eine gute Idee. Das hier unter uns direkt. Unter uns direkt. Hier, ich lande hier bei Blau. Ich nehme meinen Marker mal weg. Lande hier vorne bei den Häusern. Weil in Duo Q ist ja das Schöne, dass man nicht so viel Loot braucht wie zu viert. Das heißt, kleine Häuser sind gar nicht so dumm. Siehst du irgendwo einen Fallschirm? Guck mal. Nein. Bei mir ist niemand. Ich habe niemanden gesehen. Die sind rüber. Die sind rüber geflogen. Die haben sehr früh gezündet und sind rüber. Ja. Okay, nice. Okay. Wir haben richtig gut improvisiert. Wir sind die Besten. Lass uns richtig jetzt looten und wenn die über die Brücke kommen, schießen wir die tot und nehmen deren Loot. Ja, müssen wir vielleicht gar nicht. Vielleicht finden wir auch schon guten Loot und können vorher weg. Ja. Warten wir erstmal ab. Es gibt in diesem einen Typ von Häusern, gibt es immer diesen einen Raum, wo nichts drin ist und ich laufe jedes Mal rein. Ich auch. In der Hoffnung, dass vielleicht doch was drin ist. Dieses Badezimmer, ne? Ja, da auch. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe dieses große Haus. Da gibt es so hinten so einen Raum, der gegenüber von der Treppe ist. Okay, mein Inventar ist jetzt schon voll. Das ist natürlich nicht so geil. Vierfach. Oh, nice. Aber auch echt immer, was so Loot angeht. Ja, ich habe halt sonst noch nichts. Ich habe auch noch keinen Rucksack. Ich habe keinen Helm, ich habe keine Weste, ich habe gar nichts. Waffe wirst du schon noch finden, aber. Ich brauche jetzt erstmal einen Rucksack. Sonst haben wir ein Problem, Freunde. Ohne Rucksack haben wir ein richtiges Problem. Kein Rucksack. Bei mir in der Nähe sind Schüsse. Ich noch eine Waffe und dann würde ich schon zu dir kommen, weil ich keinen Bock habe, hier gegen die Dudes zu fighten. Kannst ja mal nach einem Auto ausschalten. Niklas, unten in dem Eckenraum war wohl ein Rucksack. In diesem Haus? Weiß ich nicht. Oder am letzten. Auch ein paar hundert Augen, die mir helfen, wenn ich Sachen übersehe. Das ist voll gut. Niklas hat auch Munition mitgenommen, den er nicht braucht. Erstmal der Rucksack, der Rucksack. Ja. Okay, könnt ihr das nochmal schreiben, ob das in dem Haus war? Oh, ich habe ihn. Danke, Chat. Ihr seid die Besten.
Ich liebe euch. Und von Munition habe ich keine Ahnung. Das muss ich einfach sagen. Da könnt ihr mir versuchen, irgendwie mal einen konstruktiven Tipp zu geben. Zum Beispiel, wenn ich Munition aufhebe, die scheiße ist und ihr das seht. Das zu sagen, ist schon mal gut. Aber ich weiß halt echt gar nichts über Munition, ne? Es gibt so leichte Faustregeln. Also Sniper brauchen meistens... Kann ich mir jetzt wieder nicht merken. Die muss ich mir mal zwischen den Spielen ansehen. Das hat immer das Problem. Ich höre sie dann immer zwischendurch. Eine Karabiner, nice. Ja, aber die brauche ich doch, die Munition. Die 762er. Wieso sollte ich die denn jetzt wegwerfen? Ist die jetzt schlecht, die Munition? Nee, was eben im Chat geschrieben wurde, ging um die 45er. Aber du hast sogar eine Pistole, die nimmt. Also ich weiß nicht, was los ist. Ich brauche eigentlich jetzt so einen Helm und eine Weste. Dann bin ich schon ganz zufrieden. Ich habe keine Waffe. Ich raste aus hier gleich. Ich finde alles. Ja, findest du noch. Immer draußen nach einem Auto Ausschau halten, ne? Oder ein Vehikel. Wir können ja auch viel fahren, was zu zweit nur geht. Weil wir sind ja zu zweit. Auto bei mir. Also fährt oder steht? Ist weiter weg, aber ich habe es gehört. Ich habe ein Fahrzeug, was ich nehmen könnte, um dich zu dir zu fahren. Nice. Ich will voll eine Waffe haben. Aber vielleicht findest du da keine. Das ist ein Bogen, den wollen wir nicht. Ich hoffe, dass ich da erstmal erschossen werde. So wie es der Chat gerade schreibt, ist es mit der Muni echt nicht komplex. Also du nimmst einfach immer die Late-Game-Muni mit und das ist halt Sniper-Muni und Assault-Rifle-Muni. Also sechs, also diese 5-5-6er und diese 7er. Die beiden sind Late-Game und den Rest, den du halt akut brauchst. Andi, du kannst jetzt alles erzählen, was du willst. Ja, das ist alles, es geht links rein, es geht rechts raus. So, ich will jetzt mal zu dir kommen, lass mal weiter, weil hier ist nichts mehr, Matteo. Komm mal mit dem Fahrzeug und fahren irgendwo hin noch, wo wir looten können. Ich loote jetzt noch ein Haus, dann komme ich mit dem Fahrzeug zu dir. Hast du eine Weste noch bei dir? Weil ich habe noch nicht mal eine Weste. Level 2 Weste, aber die lag da irgendwo, keine Ahnung, wo die jetzt ist. Aber du hast eine Waffe, oder was? Ich habe eine Karabiner. Aber keine Assault Rifle, oder wie? Nee. Scheiße. Ist ja mega scheiße. Finden wir noch, okay. Oh, auf der Military Base. Alter, wären wir da hingefahren, ne? Weil der Loot ist jetzt schon weg auf der Military Base. Ja, wo wollen wir hin? Lass mal... ja, ist jetzt die Frage, wo? Hier? Lass mal hier looten. Ja. Die beiden. Was war das? Ach, du willst hier looten? Ja, ich fahr schon mal weiter. Ja, okay, fahr weiter. Treffen wir uns beim nächsten Haus. Hier ist sogar ein Fahrzeug, ich bin sogar mit einem eigenen Fahrzeug. Ja, dann nimm das eigene, Ist doch super. Loote mal das Kackhaus hier. Schüsse auf Nordost. Die sind gar nicht so weit weg. Ja. Die sind die ganze Zeit, jetzt sind diese Stadtkämpfe. Aufpassen. War hier schon jemand drin, oder was? Sind die Türen auf, oder was? Hier ist die Level 2 Weste bei mir. Oh, nice. Ich komme wieder zurück. Nach dem Haus. Markier die mal bitte, Punkt genau. Matteo, markier die mal, Punkt genau. Mach ich. Matteo, du bist wieder leise. Alter, ja. Was, echt? Ist er? Ich markier erstmal den Dings. In diesem Haus ist die Weste drin. Fährst du gerade, ja? Ja, ich fahr. Mach mich lauter. Das Problem ist, ich habe keine Waffe immer noch. Und die müssen gleich pfeifen eigentlich. Hey, ich habe mich. Also, ich bin jetzt gleich mit dem Mikro auf Anschlag. Erdgeschoss, Matteo? Erdgeschoss? Oder oben? Im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Also, für mich bist du so laut wie die ganze Zeit. Ja, hat sich jetzt irgendwie auch nichts geändert. Ja, ich bin jetzt auf 94%. Also warte, bin ich im richtigen Haus? Nee. Loote mal das Haus, wo ich hier drin bin. Da habe ich noch nichts rausgenommen. Hier ist noch eine Level 2 Weste. Schuppen. Ich brauche nur eine. Im Erdgeschoss, im gelben Haus, ja? Okay, hab sie. Ja, loot ich. Level 1. Hä? Ja, hier ist Level 2 in der Hütte. Und da ist aber trotzdem, da müsste auch Level 2 irgendwo sein. Aber hier in der Hütte ist auf jeden Fall Level 2. Hütte. Dieser Seitenhütte. Nicht in dem Haupthaus, sondern da ist so ein kleines, nicht eine Hütte, sondern einfach so ein Anbau. So ein kleines Kabuff. Sag's dir gleich, wenn du es nicht findest. Ey, hier ist nichts. Ich weiß nicht, haben die den Loot geändert im 2v2 oder was ist hier los? Matteo, eine Hütte? Ich
Ich zeig's dir wo. Ich glaube, ich hab's. Okay, nice. Ich habe ja eine Weste. Aber nein, Level 1 nur. Nee, war Level 1. Das war die ich gerade aufgehoben habe. Alles gut. Okay da drüben, da habe ich gelootet, wo du gerade hingehst. Auto weiter. Ja, dann lass weiterfahren. Wir müssen mal wirklich ganz woanders hinfahren und looten. Ich habe nichts. Ja. Ich kann so nicht fighten. Aber die Insel ist wahrscheinlich schon leer gelootet. Dieses Flugzeug nochmal geflogen. Boah, wir können gar nichts mehr machen. Ey, Milter ist auch schon im Arsch. Boah. Hier können wir nochmal looten. Vielleicht haben wir hier Lucky Loot. Okay, Lucky Loot. Ich so viel Aufsätze, aber es kann doch nicht sein, dass wir nicht eine Waffe finden. Ich habe halt auch nur eine Karabiner, ne? Nichts, hier ist einfach nichts drin. Rollgame. Hier ist offen übrigens. Nee, da ist keine Tür drin. Achso, habe ich mich gerade erschreckt, ey. Okay, dann loot da schnell und weiter. Ja, hier ist aber offen. Safe? Ja, innen drin war eine Tür offen. Ja, dann komm. Ja, immer noch nichts gefunden. Ja, komm her. Ich weiß nicht. Heul nicht rum. Ja. Komm her und weiter. Wir versuchen was zu finden. Oder. So. Unsere Optionen, die werden halt immer weniger. Was mit den Häusern, was mit den Häusern da rechts? Direkt rechts, direkt jetzt rechts. Haben von da nicht die Schüsse? Ruhe. Anni, Ruhe. Sehe nichts. Ich steig jetzt aus. Ich probier's. Warte. Okay, steig aus. Ich loote hier oben, du lootest da unten, okay? Okay. Ich bin da halt die 32. Level 2 Beste. Ey, das ist. Nicht aufregen. Wir können nichts daran ändern. Manchmal ist man halt nicht lucky. Muss immer die Möglichkeiten nehmen, die man hat. Dafür habe ich eine Sniper. Vielleicht haben wir noch Bankholzer für eine Sniper. Habe ich auch schon. Ich brauche nur einen Aufsatz für vorne drauf. Kompensator. Moment, wird er noch ein AK finden? War hier schon jemand drin? Okay, hier ist noch eine Karabiner, ja. Matteo. Soll ich dir die aufheben? Hast du einen Aufsatz für eine Karabiner? Das macht keinen Sinn, oder? Ich nehme lieber eine Karabiner als eine Pistole. Ich habe eine Pistole. Okay, dann komm mal rüber. Komm mal. Boah, ich bin schon fast so weit, dass ich am liebsten erschossen werden würde. Jetzt, Matteo, komm, jetzt chill doch mal. Nee. Ich höre ein Auto. Oh, ich werde überfahren. Motorrad? Nee, ist nicht bei mir. In dem mittleren Haus, ne, bei Blau. Mittleres Haus. Da liegt im, an der Treppe liegt eine Karabine. Okay. Hier ist eine UMP. Ich markiere die. Geil. Blau. Ach,
Ach ja, was eben geschrieben wurde, ist, dass ihr doch möglichst früh auf die Insel rübergehen solltet, weil jetzt noch nicht so viel los ist und wahrscheinlich die Zone eh dann da drüben ist. Da bunkern sich die ganzen schon welche Waffe ein. Ja. Ja, und da sind ja drei Squads gelandet. Krasse. Hol dir noch die OMP und dann suchen wir nach einem Boot. Hallo? Hallo Yoshi. Hallo. Nach der Duo-Runde geht's weiter, Yoshi. Okay, ja, Mann. Okay, Matteo, hol dir die schnell, die OMP, und dann geht's weiter. Ich tank kurz. Jo. Warte, erweiterte Schnellwechsel. Schneller, schneller, schneller. Weg. Ich habe auch ein paar Aufsätze für dich, die gebe ich dir dann. Ich habe alle Aufsätze. Für die OMP auch? Ich habe alles gefunden. Ja, ja, für die OMP habe ich. Ich voll equipped. Brauchst du noch einen Red Dot oder so? Nee, habe ich auch. Okay, wir wollen jetzt Boot fahren. Siehst du irgendwo ein Boot? Noch nicht, nee. Nee. Oh, wir werden beschossen. Ich will Gas geben. Ich bin ripped gleich. Oh Gott. Alter. Ist das auf dem Wasser da im Boot? Nee. Keine Ahnung, aber fahr jetzt mal bitte in Deckung. Ich muss mich heilen. Ich bin fast komplett tot. Okay, heil dich. Waren wir hier schon? Wir stehen ja aber offen. Okay. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. So, okay. Ich suche jetzt nach einem Boot. Ja, ich fahre ein Fahrzeug. Motorrad vorbeigefahren. Auf der Brücke ist ein Feuergefecht, da können wir gar nicht lang. Okay, wir müssen schwimmen, Matteo. Wow, okay. Zone kommt. Schaffen wir das überhaupt? Ja, schaffen wir. Die Zone ist hier direkt am Rand. Komm, let's go. Dann schwimmen wir. Ja, let's go. Yoshi, stimmt das eigentlich, dass Tauchen schneller geht? Yoshi nicht mehr da, schade. Ich tauche einfach. Gib Gas, Matteo. Mach ich. Im wahrsten Sinne. Hast du aufgeholt? Ja. Warum? Weil ich getaucht bin. Aber ich tauche auch. Durchgehend fast. Dann macht's keinen Sinn. Dann du holst doch immer auf. Guck mal, du holst doch immer auf. Ich tauche gerade. Ja, bin zicker Schwimmer, ich habe Seepferdchen. Vor uns sind welche am Land, tauchen. Ich kann nicht, ich muss hoch. Ich kann auch nicht, ja. Okay, siehst du die vor uns? Nee. Hä? Direkt vor uns an Land rennen zwei Stück. Ja, ich habe sie gesehen. Wir sind jetzt hinter der Zone. Meine Lunge ist wieder voll. Wir müssen am Ende müssen wir tauchen und schießen jetzt einfach ab. Ja. So, ich bin drin. Ich tauche. Da kommt ein Drop runter. Da kommt ein Drop am Land runter. Wenn wir Glück haben, lenkt er die anderen Leute ab. Okay, die andere Zone ist ziemlich weit weg, die nächste wieder. Alter, wie langsam Schwimm ist, ne? Ja. Okay, wir müssen erstmal sofort in Deckung kommen. Oh, wir haben so Glück, dass sie uns noch nicht gesehen haben. Jetzt erstmal hier an Land. Das in diese Richtung. Wenn wir Glück haben, können wir die. Richtung Blau, bitte. Ja, aber wollen wir nicht den Typen in den Rücken laufen? Ja, wir müssen Richtung Zone. Haben wir deren Scopes? Wir müssen halt ein bisschen Richtung Zone. Wir können mal gucken, ja, okay, ob wir sehen. Okay. Die sind ja auch weitergelaufen. Überleg mir, wie lange wir noch geschwommen sind. Ich guck mal über den Kamm gelaufen. Ja. Guck mal über den Kamm.
Sie hat gar nichts. Komm, lass rechts lang. Wir könnten einen Drop versuchen tatsächlich. Da ist, glaube ich, noch niemand hin. Aber schaffen wir das zeitlich? Wir haben ja keinen. Das liegt eh in unsere Richtung. Wir versuchen mal Richtung Drop zu laufen. Die können da drin sein, das weißt du. Die ja, können da drin campen. Ich weiß. Aber warum sollen die jetzt noch campen? Es sind noch 40 Sekunden. Wir können jetzt eh nur noch YOLO. Aber warum haben die es nicht gelootet hier? 30 Sekunden noch, dann kommt die Zone. Ja. Matteo, weiter. Was hast du? Erste Hilfekoffer und ein Level 2 Helm. Ich renne direkt weiter. Okay, nehme ich den Drop oder nicht? Ich versuche ihn. Nein, du stirbst. Nee. Okay. Der Chat sagt auch nein. Okay, dann nicht. Auf keinen Fall. Du stirbst auf jeden Fall. Erstens ist er schon gelootet. Okay, nimm schon mal Schmerzmittel. Ach fuck, ich habe gar nichts. Fuck. Ich muss durchlaufen. Ich sterbe. Ich kann nicht schießen. Ich sehe welche, aber ich kann nicht schießen, weil ich sterbe sonst einfach an der Zone jetzt. Ich kann dir einen Erste-Hilfe-Koffer droppen. Ja, den habe ich auch noch. Aber ich habe keinen Red Bull oder keinen irgendwas. Ja, rennen. Du bist eh vor mir. Müssen, ich hab mich jetzt hochgeboostet. Wir müssen einfach reinkommen. Wir können gerade auch keine Rücksicht auf Gegner nehmen. Einzige Chance ist einfach reinzukommen. Und wenn mal Rippen unterwegs sind, ist es so. Ja. War so eine unlucky Loot-Runde. Das hab ich ja, jetzt gesehen. Warte mal ab. Vielleicht haben wir noch Luck im Endgame. Okay. Ja? Noch ist die Runde nicht vorbei. Also du schaffst es rein, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich sehe einen schon wieder, aber ich kann nicht schießen. Ich muss weiter. Oh, da werden schon die Leute erschossen, die in die Zone laufen. Ich höre es schon. Ja. Okay. Folgt mir mal genau, weil die sind rechts von uns. Ja, ja. Du bist ja Booster drin, ne? Das heißt, du überlebst ein paar Ticks. Ja, auf jeden Fall. Ich sehe noch welche, aber wie gesagt, ich kann nicht anhalten. Bringt nichts. Nützt nix. Laufen wir echt genau zur Military Base hin, ne? Die Typen, die du siehst, die weit sind die weg. Ich muss jetzt komplett durchs Offene. Ich gehe jetzt gleich einfach RIP. Vielleicht haben wir Glück und die gucken nicht mehr hinter die Zone. Ist der Baum da schon safe? Nee. Okay, ich schaff's gar nicht, oder? Doch, schaff ich. Easy. Du kannst ein Pack nehmen, ne? Ja, ich schaff das. Okay, ich sehe noch immer Leute vor mir. Aber egal. Ich versuche an die Wand zu kommen. Okay, die nächste ist noch weiter weg. So, ja, Schüsse halt. Ich gehe hinter den Baum und halte mich erstmal hoch. Ja. Ah, den ganzen Scheiß, der macht mich auch langsamer hier, was ich hier habe, ne? Ich habe halt keine Nahkampfwaffe. Also eine Shotgun. Ohne Aufsatz. Ich hätte eine UMP halt. So, wir müssen direkt weiter auch. Ja, warte. Bist du ready? Kurz hoch, nur so ein bisschen. Ich halte mich nur kurz. Die sind auch über den Hang, das heißt, wir können gerade ein ganzes Stück weiter geradeaus. Ich sehe gerade keinen mehr vor uns. Wir können versuchen, den Rücken zu schießen. Die sind genau vor uns. Komm, let's go. Wir können auch das Motorrad da unten nehmen und einfach vor uns. Es gibt Motorrad? Ja, hier unten. Okay, nimm das mal und komm zu mir. Ich erschieße noch welche von hinten mit der Karabiner. Hey, Niklas, entweder fahren wir oder du schießt. Beides. Du holst jetzt das Motorrad. Ich hol dich nicht ab, wenn du fightest. Hol das Motorrad. Okay. Wo fahr ich hin? Zu mir. Halt an! Ich halt doch an. Und jetzt links rum. Hier unten. Unten. Ja, ich muss gerade besser sehen. Oh, gib Gas! Ja, ich geb Gas. Easy. Easy game, easy life. Wo war der denn? Der war direkt neben dir, siehst du zum Glück. Okay, links lang noch weiter. Links. Links, ganz links, genau. Versuch hier unten hinzukommen. Blau? Okay. Ja. Dort hinter die Steine, links. An den Hang. Noch weiter links, ein Stück. Okay. Und hier anhalten. Halt an. Hier könnten welche sein hinterm Hang. Ich gehe hinterm Baum und reck mich. Achso, die Zone kommt schon, lol. Erstmal hier scannen. Ja, wir müssen aber in die Zone. Ich höre Schüsse, ne? Ja. Schüsse relativ close. So, ich bin in der Zone, ich reck mich hoch. Oh, hier sind Schüsse hinter uns.
leg mich jetzt hin, kein Bock. Ich sehe einen Jeep, der fährt in die Mitte von der Zone. Ja, der ist so weit weg. Den sehe ich auch. Guck mal, ob jemand in die Zone reinrennt. Hinter uns sehr unwahrscheinlich. Ja, zuckt trotzdem. Da fahren sie rein. Da fährt noch ein Jeep in die Zone. Du bist kein Vierfachsucher, ne? Ich hab einen Red Dot. Du hast ja einen Scope. Ja, ja, einen Vierfach habe ich. Okay. So, ja, dann kannst du alle rippen. Matteo. Aufstehen. Und go. Wo ist die Zone? Die ist schon wieder so weit weg, wie es nur geht. Alter, die wollen uns doch verarschen, Mann. Okay, reinzirkeln. Ja. Hier sind welche jetzt geradeaus. Wie weit sind die weg? Weiß ich nicht, aber die haben von hier geschossen. Die können halt direkt jetzt vor jeder Bergkuppe sein. Die zirkeln wahrscheinlich auch rein. Ja, noch eine ganze Minute. Also zeitlich ist das möglich. Ja, ja, wir gehen gerade rein. Das schaffen wir zeitlich. Okay, vor uns ist jetzt ein Dorf. Das wird jetzt natürlich sehr risky. Da könnten welche drin sein in einem Dorf. Sogar sehr wahrscheinlich. Ich sehe ein, zwei, vor uns, direkt vor uns. Haben es gesehen. Ich schieß. Ich zirkel. Einen Schuss getroffen. Nice. Hab mich im Visier. Hab ihn getroffen. Ich hab ihn ausgenockt. Du hast ihn ausgenockt. Nice. Schönes Teamwork. Wir müssen weiter. Komm. Mit mir. Komm mit mir. Von Baum zu Baum. Der andere ist mit dem Auto weg. So, jetzt könnten wieder welche vor uns liegen irgendwo. Beim Snipen Shift nicht vergessen. Ah, stimmt. Hast du noch Booster, Matteo? Nope, gar nichts. Ich habe noch eine Sanitätstasche und ein Medikit. Okay. Okay, hier ist ein guter Spot für uns. Du kannst dich auch mit E und Q um den Baum rumlehnen, sozusagen. Hier ist eine richtig geile Mulde, Niklas. Ja, lass uns, wir sind hier gut. Wir warten jetzt erstmal. Und der eine Typ ist auch gestorben. Sein Mate hat ihn einfach zurückgelassen. Mhm, nice. Wo ist der nächste? Okay, der nächste ist gut für uns. Lass wieder zurück. Da oben, Niklas, stopp. Wo ist 300, oben? Wo ist oben? Läuft einer 300, 500 Meter weg, zwei Stück auf dem Berg. Okay, ich sehe was. Siehst du die? Ja, ich werde sie jetzt snipen gleich. Wir haben noch Zeit. Warte mal, musst du fighten? Noch sieben am Leben. Dann lass zurück. Lass die doch fighten. Dann lass zurück, komm, zurück. Ja, wir gehen in das Dorf, wo wir gerade hergekommen sind. Da haben wir dich verscheucht. Weißt du? Das Dorf ist nicht im Kreis. Wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Ich renn zurück. Das war jetzt dumm, zurückzulaufen. Weil du wirst nie wieder in die Zone kommen jetzt. Ja, aber ich überlebe. YOLO jetzt. Fuck. Ich bin RIP. Ja, die haben mich die ganze Zeit im Visier. Ich bin RIP. Ja, die waren halt bei dem Dorf, deswegen. Nee. Die sind auf 330. Genau gegenüber. Leider genau auf der Kuppe dort. Das sind die ich snipen wollte. Okay. Oh, in dem Dorf war sogar noch einer. War das doch sein Mate? Das meine ich ja. In dem Dorf war ja einer. Ja. Deswegen wollte er nicht hinlaufen. Okay, Matteo. Siehst du den noch? Ja, ja, der ist auf Westen. Hier kommt gerade in irgendein Auto. Ja, ein Buggy. Die fighten jetzt gegeneinander. Ja, ich seh's. Lass die fighten. Ich bleib hier in dem Baum. Das ist echt keine Waffen, ne? Die Zone kommt. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt am Ende reinrennen. Sind noch drei Stück am Leben. Das ist ein Squad, wahrscheinlich. So,
So, links ist es auf jeden Fall noch einer, pass auf. Aber guck auch hinter dich, Matteo. Ich habe nicht so viele Optionen. Ja, ja, aber der mir, wenn einer hinter mir ist, dann soll er mich töten. Ist okay. Ich gucke jetzt nach vorne. Okay, ich bin auch ruhig ab jetzt. Ich habe halt hab einfach nur einen Red Dot und einen Karabiner. Mehr schaffst du, nicht. Schaffst noch du. Zwei am Leben. Ich und ein Dude. Nimm die UMP. Karabiner und auch nicht mehr. Warte, ich gucke erstmal, wo er ist. Der Kreis. Setz das Red Dot auf die UMP. Guter Tipp. So, jetzt do it. Du meinst am Ende einfach in die. Ich renne jetzt einfach YOLO in den Kreis und gucke, ob ich irgendwas sehe. Ja, zirkel links lang, an dem Baum da links. Den kannst du auch nehmen. Da links der nächste Baum. Go. Ist er auf Auto? Ist auf Auto, ja. Okay. Okay. Do it. Warte, bis die Zone kommt. Ist one-on-one übrigens. Ja, ich weiß. YOLO bringt halt nicht so viel, ne? Oh, der hat das Auto. Ja, was soll ich machen? Rechts von dir, rechts von dir. Rechts. Ja, ja, warte. Westen. Da ist er. Da hinter ist dem Baum. Bist, glaube ich, nicht drin. Nee, du bist nicht drin. Du musst noch weiter nach vorne. Du musst auf die Straße, sonst bist du nicht drin. Ja, ja, ich weiß, aber ich gehe jetzt nicht auf die Straße, warte. Genau hinter dem Baum. Seh's. Du bist im Kreis, er nicht. Hast du Granaten? Ja, eine. Wirf. Sollte getroffen haben. Hm, weiß nicht. Er muss ja zu mir kommen. Ja. Okay, nimm das Auto. Er wird dich überfahren. GG. GG, Freunde. GG. GG. Nice. Matteo? Ja? Möchtest du vielleicht Bonjour unterstützen? Nein. Möchtest du denn vielleicht sehen, was ich hier in meiner linken Hand habe? Ja. Aber dann musst du zuerst auf unserem Twitch-Kanal subscriben. Okay. Wenn du Amazon Prime hast, kannst du übrigens zusätzlich einmal kostenfrei im Monat subscriben. Okay, ich hab's gemacht. Was hast du in deiner linken Hand? Dino! Unseren Sub-Button findet ihr auf www.twitch.tv/bonjour. Bonjour wird unterstützt von Twitch, der Twitch-App, Loot Chest und von euch, der Bonjour Community. Und guter Laune, denn alle VODs findet ihr zuerst auf Twitch in der Videorubrik unter www.twitch.tv/bonjour/videos. Pro Woche sind zwei der VODs übrigens nur exklusiv auf Twitch verfügbar und nirgendwo anders. Lohnt sich also. 1, 2, 3, gute Laune!